Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Evi, und heute zeige ich euch, wie ihr Winnie Pooh malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit dem schwarzen Feinliner und male damit einen Bogen, der nach oben hin geöffnet ist, in die Mitte des Blattes. An den äußeren Seiten ziehe ich jeweils eine kleine gebogene Linie nach oben. Das werden die Wangen von Pooh. Falls ihr mit den Rundungen ein bisschen unzufrieden seid, könnt ihr diese gerne noch ein wenig nachbessern. Auf der linken und auf der rechten Seite ziehe ich einen weiteren, etwas langgezogeneren Bogen nach oben. Für die Ohren von Winnie Pooh male ich eine Form, die ungefähr aussieht wie ein Kreis. Die untere Seite ist jedoch noch geöffnet. Das wiederholen wir auch auf der anderen Seite und verbinden anschließend die offenen Enden miteinander. Super! Den Kopf haben wir schon mal. Das Gesicht von Winnie Pooh ist als nächstes dran. Zuerst zeichne ich die Nase. Diese kommt direkt in die Mitte und dafür zeichne ich mir einen kleinen Orientierungspunkt. Die Nase sieht aus wie ein abgerundetes Dreieck. Die Augen zeichnet ihr links und rechts über die Nase und sie sehen aus wie kleine Ovale. Die Augenbrauen zeichnet ihr einfach über die Augen. Diese sind auch ganz einfach. Ihr müsst dafür nur einen kleinen Bogen zeichnen. Und ein lachender Mund darf natürlich auch nicht fehlen. Diesen zeichnen wir direkt unter die Nase. Sehr gut, das Gesicht ist soweit fertig. Weiter geht es also mit dem Körper. Dazu malen wir zuerst zwei schräge Linien nach unten vom Kopf weg. Von den unteren Enden ziehen wir eine kleine Linie in die Mitte. Macht das auf beiden Seiten. Das sind schon mal die Ärmel vom T-Shirt von Winnie Pooh. An diese Stelle müssen wir noch eine gerade Linie zeichnen. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche nochmal. Achtet darauf, dass die Länge ungefähr gleich ist. Wenn wir jetzt die untere Seite miteinander verbinden, haben wir das T-Shirt von Winnie Pooh geschafft. Das untere Ende vom T-Shirt kann ruhig ein bisschen gebogen sein. Die Arme werden ganz einfach sein. Hier zeichnen wir einfach an den Enden vom Ärmel und an dem Ende vom T-Shirt einen kleinen Bogen. Das Ganze sieht dann so aus, als würde Winnie Pooh die Arme hinter dem Rücken verschränken. An das untere Ende des T-Shirts zeichne ich für die Beine eine lange, leicht gebogene Linie nach unten. Weiter geht es mit den Füßen. Diese sind auch ganz einfach zu zeichnen. Mal dafür einfach einen Strich an die untere Seite der Beine und lass dort eine kleine Lücke frei. Auf beiden Seiten ziehen wir einen kleinen Bogen nach oben, um die Zehenspitzen darzustellen. Und direkt an die obere Seite der kleinen Bögen für die Füße zeichnen wir einen kleinen Strich nach oben. Die offene Stelle verbinden wir einfach wieder miteinander. Jetzt sieht das Ganze so aus, als würden die Füße ein kleines bisschen nach innen geneigt sein. Seid ihr nun auch schon so weit wie ich? Dann können wir jetzt sogar schon ausmalen. Ihr könnt dafür die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte verwenden wollt, die ich in diesem Video nehme, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Winnie Pooh ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Winnie Pooh ist jetzt fertig und bereit für ein neues Abenteuer mit seinen Freunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal.